Im fernen Königreich Phrygien konnte der Gott Dionysos seinen treuen Trinkgefährten Silenus nicht finden. Er war auch der Meister und Ziehvater des Gottes. Silenus galt als Weiser, der im betrunkenen Zustand seine besten Lektionen erteilte und dabei die Kraft der Prophezeiung erlangte. Der weise alte Mann wurde von Bauern im Wald ohnmächtig aufgefunden, nachdem er ein alkoholisches Koma erlitten hatte. Sie brachten ihn zu König Midas, der ihn sofort erkannte und mit voller Gastfreundschaft empfing. Zu Ehren des illustren Gastes wurde tagelang getrunken und geschlemmt. Der Gott Dionysos war erfreut, seinen alten Gefährten so gut von seinem Gastgeber behandelt zu sehen. Er begrüßte König Midas und beschloss, als Zeichen der Dankbarkeit für die gute Tat, jeden von Midas Wünschen zu erfüllen. Der ehrgeizige Midas überlegte nicht lange und wählte schnell seinen Wunsch. Ich möchte, dass alles, was ich berühre, zu Gold wird. Bist du sicher? Ja, natürlich. Ich werde der reichste Mann sein, der je gelebt hat. Dionysos erfüllte ihm den Wunsch, aber Midas tat ihm leid, dass er keine bessere Wahl getroffen hatte. Midas, begierig darauf, sein neues Talent zu testen, hob einen kleinen Stein auf, der auf dem Boden lag, und er verwandelte sich sofort in einen Goldnugget. Euphorisch berührte Midas mehrere Dinge und alle zeigten sofort die goldene Farbe von Gold. Midas verspürte plötzlich Hunger und beschloss, einen Apfel zu essen. Als er die Frucht berührte, verwandelte sie sich in eine Kopie der goldenen Bommeln in den Gärten der Hesperiden. Der gewitzte Midas versuchte einen neuen Ansatz. Er nahm eine Gabel, die sich sobald golden färbte, und stach sie in ein Stück Brot. Der König führte die Gabel an seinen Mund und als er hineinbeißen wollte, spürte er, wie sein Zahn knackte, denn auch das Brot hatte sich in Gold verwandelt. Der König erkannte, dass das, was er für ein Geschenk hielt, nun ein Fluch war. Midas spürte, dass sein Ende unausweichlich war, da er ohne Nahrung schnell sterben würde. Und er brach unter Tränen auf dem Esstisch zusammen. Die Tochter des Königs kam in den Palast und sah ihren Vater weinend auf dem Tisch. Sie versuchte ihn zu trösten und berührte die Hand ihres Vaters. Midas schaute entsetzt auf seine Tochter, die sich in eine Statue aus Gold verwandelt hatte. In seiner Verzweiflung kniete er nieder und bat den Gott Dionysos, diese schändliche Macht zu entfernen. Der Gott hatte Mitleid mit Midas, denn er hatte nicht die Absicht, Midas und seiner Tochter zu schaden. Dionysos forderte den König auf, sich in die Gewässer des Flusses Pactolus zu stürzen und, bereits im Wasser, darum zu bitten, dass die Macht seiner Berührung entfernt werden möge. Midas badete in den Wassern und das Flussbett wurde mit einem goldenen Sand bedeckt und auch die Schuppen der Fische begannen wie Gold zu glänzen. Der König war endlich von dem Fluch befreit. Alles, was er berührte, wurde wieder normal, auch seine Tochter. Nach diesem Trauma lehnte Midas allen Reichtum ab und zog in Begleitung von Pan aus, um einfach und bescheiden in den Feldern und Wäldern zu leben.